Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Village the Siberia. Und let's start a new game. Irgendwo im tiefen Sibirien. Ah, Mutti putzt gerade die Fenster. Ja, und was ist jetzt nur? Entweder was soll bitte? Hintern anfassen oder Hupe oder was? Was ist denn für ein Quatsch? Okay. Mutti wird nicht nochmal ansprechen. Alter. Ja, putz mal deine Fenster weiter. Ist ja fürchterlich. Ja, und du kommst gerade aus Modern Warfare? Ey, was? Bin ich einen Meter groß oder was? Сынок, видишь лампу на столе? Возьми ее в руки. Возьми ее в руки. Okay, alles klar. Lampe nehmen. Was haben wir hier noch Schönes? Dr. Lawrence Report. Ihr Doktor. Was ist denn Ihr Doktor? Schön. Patient, Vitaly, Gender, Husband, Age 9 Jahre. Age 9 Jahre, schön. Patient Complaints, Presence of Echoes, Pain in the Ears. Alles klar, also wir haben Ohrprobleme irgendwie und Schmerzen im Ohr. Hörprobleme, poor response to quiet sounds. The tympanic membrane is damaged, the auditory nerve is inflamed. Okay, alles klar, also. Unser Gehörsinn hat wirklich einer abgekriegt. Irgendwie, ich saß ja jetzt mal ins ganz erlaubt, irgendwie, ich fasse mal so zusammen. Take the month curse of. Okay, alles klar. Und wir sollen die verschriebenen Medikamente nehmen. Und wir nehmen jetzt die Lampe. Ich habe da narubil drauf, позади дома. Они на столе. Пойди, принеси их и положи возле печки. Alter. Nischni. Da kriegt man es ja mit Angst zu tun, Alter. Du bist Papa? Na wunderbar, okay, hier, das ist ja, oh Gott. So, ich soll nach draußen und das gehackte Holz holen. Schön draußen. Einfach mal schön. Hinterm Haus ist es. Alter, hier ist nochmal dicker, fetter Schnee hier liegen. So, na, dann knirschen wir mal nach hinten. Also, sind doch leicht, also die Dialoge sind leicht. Oh Mann, ey. Was wurde das? Die Dialoge sind leicht ein bisschen nicht so ganz ausbalanciert, so von der Lautstärke. Gefühl. Also, mutig auf jeden Fall. So, das ist, hier haben wir das gestoppte Wut. Okay, alles klar, kann ich die Axt, bitte die Axt noch mitnehmen? Nein, kann ich natürlich nicht. Ja, zu schön. Boah. Also hier liegt Schnee. Da kannst du nicht abschrecken. Kann man hier untertauchen? Kann ich crouchen? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich renne übrigens schon. Jetzt so semi. Füße haben wir. Nein, wir kennen Socken draußen oder was? Na sag mal. Ja, das sind Plastiksocken. Schuhe können es nicht sein. Gut. Na, dann wir rennen. Oh, Hundi. Mach zu, das Ding. So, kann ich auch abschließen? Na, und macht er nicht? Will er nicht? Macht er tatsächlich nicht. Kann die Tür öffnen, aber ich kann den Riegel nicht aktivieren. Okay, cool. Und? Zulbar. Schöner Name. Wer weiß, was der große Scheiß heißt, oder... Weiß ich nicht, wirklich. Hau ab. So. Das hat. Ah, hier kommt's hin. Schön. Und, was machen wir jetzt? Quatschen wir ein bisschen, spielen Karten oder was machen wir? Vater, hast du was gesagt? Кого ты видел на улице? Не говори ерунды. Тебе это показалось. Вот das auch das Schwarze sehen. Сейчас включим радио и послушаем, что там говорят. Seem to you. Now turn the radio and listen to what they say. Okay, alles klar, hat sich gesehen und mach mal das Radio an irgendwie und wo ist denn das Radio? Wo ist das Radio? Blinkt da oben.
Mann, warum bin ich nur 30 cm groß? Was habe ich hier genommen? Keine Ahnung, weil ich jetzt hier eingesteckt habe. Ich habe kein Menü. Nicht. Was ist das hier? Da war der Alter. Wo ist denn. Ist das da? Hinter Vater ist der Radio oder was? Willst du mich verarschen? Wie soll ich das anmachen? Ist noch woanders was? Hier so noch was? Nee, was stecke ich hier ein? Okay, eingepackt. Und normalerweise sollte auch eine Lampe, die so ein Glas drum hat, nicht so flackern. Also Mutter ist der Hammer. Oh Gott, soll ich sie nochmal ansprechen? Die sieht ja schon nicht ganz... Als hätte sie alle Stullen im Kühlschrank. Schön mit dir. Mutti, Oma, ich hab. Liegt hier zu Besuch bei Oma und Opa draußen? Finde 4 Batterien für das Radio, okay. Focus on the glow. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir schon mal 2 Batterien. Wahrscheinlich sind die Batterien. Haben wir anscheinend 2 Batterien. 3 Batterien jetzt gefunden. Lock with a key. Ein paar schöne Humpen aus Holz. Holzhumpen. Warum soll ich denn jetzt bitte 3 Batterien finden? Für das tolle Radio oder? Na, was? Das geht nur mit Batterien? Was ist das für ein. Exakt. So, wo haben wir denn hier noch so einen schönen Glow? Das ist in der Schatten der Lampe, ist auch geil. Also ich muss sagen, das Spiel sieht nicht schlecht aus. Ja, ist jetzt erstmal so ein bisschen eigen, ne? Was aber durchaus charmant ist. Ich finde es jetzt erstmal nicht schlecht. Und? Hast du die Batterie? Super. So, wo könnte sein 4. Batterie? Sag mir, wo ist 4. Batterie? Hier, guck mal. Schön, da ist er. So, jetzt haben wir 4 Batterien. Jetzt turn on the radio. Внимание! Закрывайтесь в доме. Повторяю, закрывайтесь в доме. Никому не открывайте. Мы подверглись неземному нападению. Extraterrestrial attack. Некий okay. Организм-паразит полностью овладевает телом. И руководит своим носителем. Körper und die Kontrolle. Внешне сложно определить, кто человек, а кто нет. Поэтому держитесь вместе. Und du weißt nicht, welche Person halt infiziert ist oder nicht. Скорее закрой дверь на щеколду. Also Vater hat auf jeden Fall so einen Parasiten drin, wenn ich das so höre. Mutti auf jeden Fall auch. Was ist denn da los, Alter? Warum siehst du einfach mal aus, als kommst du jetzt gerade irgendwie aus dem Krieg, Junge? So, was ist der Plan? Achso, abschließen, Albert. Ja, Чертовщина. Ну ничего. Aber Höchsteisenbahn war das. Okay, wir haben uns durchschauen. Mein Hunting Rifle war sehr gut. Mein Hunting Rifle сбережет нас. Сынок, посмотри, видно что-нибудь в окне. Oh Gott. Wie lange geht das jetzt hier? Vati! Soll ich mal den. Oder soll ich seinen Hunting Rifle holen? Oder sein Jagdgewehr? Sieht man jetzt irgendwas? Nein. Hier ist nichts zu sehen. Soll ich vielleicht durch die Fenster schauen? Sieht das was aber? Auch nichts. Hinten ist nichts, Papa. Kann ich hier vorne? Hier vorne kann ich gucken. Oh. Was ist das denn, Alter? Okay, ich muss ja das Fenster aktivieren. Sieben Tage sind vergangen. Hörst du schon wieder schlecht? Finde deine Tabletten. Ja. Es ist clever, das über den ganzen Raum zu jemandem zu sagen, der schlecht hört. So, können wir nicht mal das Radio ausmachen irgendwie? Weil so batterietechnisch? Ich meine, wisst ihr, Papa? Nur mal so ein Vorschlag. Ну вот, другое дело. Прошло уже 7 дней, и я думаю, что все уже давно утряслось. Но все равно нужно быть поаккуратнее. Выпусти Джули Барса погулять. Papa hat eine andere Stimme plötzlich. Und Zuba muss mal raus. Schön. Nicht so schön. Ich will eigentlich den Hund nicht rauslassen bei dem Wetter. Vor allem mit den Viechern. Aber was soll's? Komm. Schnuppi.
Das wird jetzt hier unten nicht aushalten, Alter. So, wir haben gleich wieder zugeschlossen. So, zu über. Hast du? Hast du fertig? Na? Komm, komm, Osarex, wo wird es los? Sag jetzt nach dir gucken, oder was? Эх, у нас совсем осталось мало еды. И мне, походу, придется идти на охоту. Я zum, wir haben nur noch wenig Essen, jetzt mal zum Jagen raus. Und ich soll keinem die Tür öffnen. Wenn er weg ist. Na, dann machen wir. Zieh durch, Vater. Soll ich die Tür aufmachen? Ah, mach da vorne hin. Schön. Jetzt bin ich mit der beknackten Alena. Ah, wunderbar. Was? Hilf Mutti zu kochen? Oh. Finde vier Gemüse. Will ich noch so einen Kohlkopf? Schön. So, schön. Also, jetzt mal ein bisschen, was haben wir da? Achso, nee. Ist ja Quatsch. Sag grad aus, als wenn hier was auf dem Bett liegt. Hm. So, okay. Was hier ist da? Der Apfel? Den machen wir nicht. Den willst du nicht. Verstehe. Ah, Feuerholz ist auch fast alle. So, jetzt haben wir hier ist noch Zwiebel, glaube ich. Du konntest dich erkennen, aber ich glaube, war eine Zwiebel. So, irgendwo, was haben wir hier? Knoblauch. So, bitteschön, Mutti. Wir essen bald. Da freue ich mich. Da freue ich mich richtig doll drauf. Schön. Swibby! Na los, komm rein. Was hast du mit, Digga? So, hat ja perfekt funktioniert, war immer kurz, könnte auch infiziert sein, à la The Thing, aber komm, nimm mal auf. Und, alles gut? Er sieht nicht gut aus. Ist ja kein gutes Zeichen. Ich bin versucht nochmal wegen Feuerholz nach hinten zu gehen. Boah, die Biene, ey. Ich probier mal. Ich mach mal einfach mal. Was soll passieren? Das sind ja bloß Außerirdische am Start. Wahrscheinlich gibt's auch vorher kein Essen. Ich hab auch keine Lampe und nicht. Können wir die hier oben nehmen? Ich versuch mich mal, die hier oben zu schnappen. Was ist das für ein Ziel? So. Oh, mal gehen die Tür auf. Lalala. Schön. Einfach aufnehmen lassen, das Ding. Ah, okay. Lampe kann ich mir also wieder nehmen. Das ist schön. Sinken ist etwas. So. Mutti, du, ne? Weißt du, weil, ne? Koste. Mach's aber schönes. Heute gibt's Hackbraten. So. Falla? Hast du was? Bestimmt wieder auf den Erd. Weiß ich nicht, auf ein Eichhörnchen oder so weiter geschossen. Ah, neues Feuerholz ist da. Und können wir mitnehmen. Schön, einmal wenigstens. Ich will die Axt haben. Gib dem Neunjährigen die Axt. Ich hab die Tür zugemacht, wa? Ich hab die Tür zugemacht. Ja, weiß ich nicht. Also würde ich jetzt schon nicht wirklich zurückgehen wollen. Aber ich bin ein tapferer Neunjähriger und rufe auch immer im hohen Schnee anstatt im tiefen, im flachen. Mutti? So, ach hei. Ach du meine Nase. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und einmal Schlüpfer wechseln, dankeschön! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Oh, verdammt!
Ja, wir müssen ganz dringend die Tür schließen. Also mach mal ganz dringend zu. So, bitte, schön. So, dann kann ich jetzt hier mal... Ja, kann ich? Dankeschön. So, ich kann erstmal wieder ein bisschen wärmen. Erstmal hier auf den Schrecken. Wer soll den Scheiß überhaupt wieder wegwischen? So, hier müssen wir immer noch einen Schlüssel finden. So, hier steht Unterschnitt drin. Kann ich was essen? Откройте срочно дверь. Это я. Быстрее открывайте. Быстрее. Канонозе. Черт возьми, как такое могло случиться? Это я во всем виноват. Не надо было мне уходить. И выпускать эту чертову собаку. Ja, ist meine Schuld. So Mist, warum mussten wir auch den Hund rauslassen? Das muss ja so passieren. Nee, das hätte so nicht passieren sollen, glaube ich. Konnte das passieren. So. Hast du was zu sagen? Lies под кровать. Там ты сможешь безопасно поспать. Okay. А я пока подежурю ночью. Ich komme unter das Bett und du hältst Wache. Alles klar? So ziehen wir das durch. Ah! Oh Gott! Was? Was? Aber das ist doch Mutti, oder was? Oder hat er sich die Schuhe dann extra ausgezogen? Ach du Schande, ey. Kann ich raus? Ja, geh mal raus. Nee, das ist auf jeden Fall keine Frauenleiche. Ach du glaubst es ja nicht. Oh, da ist ein Schlüssel. Oh Gott, oh Gott. Wieso denn nur? The conclusion of a psychiatrist, patient, Vitali Jenner, bla 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 bla. Ja, okay, alles klar. Schizophren, achso, schizophrene Störung, alles klar. Impaired thinking and perception. Auditory pseudo hallucination, paranoid and fantastic. Ah, und wir halluzinieren, wunderbar. Großartig. Decrease significance. Okay, soziale Dysfunktion. Schön. Resignation. Registration. Schön. Heißt also... Was? Okay, Blut ist weg. Alles ist normal. Es ist Tag. Hund ist wieder da. Hä? Wir haben uns jetzt alles eingebildet, oder was? Ist ja anders draußen? Geh mal raus. Geht nicht raus. Tablett kann ich ohne, kann ich rausschauen? Oh, schön. Schön sieht es draußen aus. Da ist was. Guckst mal gleich an das Bild, das glänzende. Sieht ganz schön aus jetzt eigentlich so. Tagsüber. Ist ja nicht mal so scheiß gruselig. Nee. Nicht stimmt. In the photo, me and my dad. Okay. Cool. Schön. Schön. Schön für euch. Schön. Schön. Oh, jetzt haben wir hier noch ein Buch. Sonny, my dad and I went to the city for crockeries. Eat on the table. Do not forget to take your medicine. Coming soon. Oh, alles klar. Essen ist auf dem Tisch und vergiss deine Medizin nicht. Sie sind in der Stadt, also, ne? Vater ist an der Stadt, um Sorgen zu machen. Ah, okay. Und wir sind einfach, wir haben unsere Tabletten nicht genommen, sind ein bisschen abgedreht in der Zwischenzeit. Kids, don't try that at home. Wenn eure Eltern sagen, nehmt eure Medizin, nehmt auch eure Medizin. Ja, schön. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen frostigen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Und bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo und einen kleinen Kommentar vielleicht bei dem Video da lasst. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis denn.